Was ist eigentlich die erfolgreichste Marke beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring? Aston Martin ist es übrigens nicht. Auch wenn dieses Jahr ein Ferrari von der Pole startet, sind die Italiener in diesem Ranking leider nicht dabei. Aber starten wir mit Chrysler auf Platz 5. Die Viper hier hinter mir fährt dieses Jahr übrigens ein allerletztes Mal. Platz 3 teilen sich Ford und Audi mit jeweils 5 Gesamtsiegen. Platz 2 haben viele von euch wahrscheinlich deutlich weiter vorne gesehen, aber Porsche ist mit 11 Gesamtsiegen noch weit hinter Platz 1. Der hat nämlich schon 20 Gesamtsiege und kommt aus Bayern. Auch dieses Jahr wieder ein Favorit des Rekordsieger BMW. Oder was glaubt ihr, wer gewinnt?